Und jetzt das Heute-Journal. 1990, eine magische Nacht und ein gedankenversunkener Mann auf dem Höhepunkt seiner Karriere. In diesem Moment sei sein ganzes Leben an ihm vorbeigeflogen, hat er später erzählt. Ein Leben, das gestern zu Ende ging. Guten Abend zum Heute-Journal. Die Nachricht, dass Franz Beckenbauer gestorben ist, berührt auch Menschen, die mit Fußball nicht so viel am Hut haben. Beckenbauer, der Franz, der Kaiser, war in seinen besten Zeiten größer als Fußball. Für Deutschland wohl das, was Pelé für Brasilien war, eine Legende. Als Lichtgestalt wird er oft bezeichnet, eine Lichtgestalt, die aber auch Schattenseiten hatte. In Erinnerung bleiben wird Franz Beckenbauer vielen, wohl vor allem so, wie er sich selbst einmal beschrieb, als ein Glückskind, in dem alle Sonntage vereint seien. Und für den deutschen Fußball war er ein Glücksfall. Ariston Celli und Ralf Panicek zeichnen sein Lebensbild. Mit ihm kommt die Leichtigkeit auf den Platz. Ein Tänzer am Ball, der scheinbar mühelos spielt. Ein Libero als Gestalter. Franz Beckenbauer prägt den Fußball, verändert ihn. Und aus diesem Proletensport Fußballs einstmal wurde ein Gesellschaftsspiel. Ja, und in diese Zeit bin ich hineingeboren und habe versucht, mein Bestes zu geben. Franz Beckenbauer ist aber auch Arbeiter, Kämpfer, Antreiber, Stratege. Geboren am 11. September 1945, wächst er in München-Giesing auf. Früh fängt er mit dem Fußball an, wird gefördert. Er wechselt mit 18 zu den Bayern in München, ist Teil einer jungen Mannschaft, die Trainerfuchs Tschaikowski formt. 1966, Wembley-Stadion, mit 20 sein erstes WM-Endspiel. England siegt, aber Franz Beckenbauers Stern steigt auf. Seiner großen Enttäuschung über Platz 2 folgt weltweite Anerkennung. Und er aus Zufall wird wenige Zeit später bei einem PR-Termin aus dem Fußballer Franz Beckenbauer der Kaiser. Als Libero spielt er sich und seine Mannschaften zu Weltruhm. Vor allem mit dem FC Bayern gewinnt er Titel um Titel. Auch mit der Nationalmannschaft. Sein größter als Sportler, der Weltmeistertitel. Unter den vielen Höchstbegabten ragt 1974 einer als größter heraus, Franz Beckenbauer. Als Kaiser wechselt er dann nach New York, spielt mit Pelé. Da ist er, der Bayer aus einfachen Verhältnissen, schon längst Weltmann. Und dort, spätestens dort, wird er zur Kunstfigur. Der Fußball aber bleibt seine Heimat. Beckenbauer übernimmt 1984 als Teamchef, weil er keinen Trainerschein hat, die Nationalmannschaft, die in einer Krise steckt. Mit harter Arbeit, die wieder leichter herkommt, formt er ein Team, das 1990 in Italien Weltmeister wird. Und er prägt das Bild dieser WM. Ja, ich wurde dann von allen Seiten angequatscht und ich wollte eigentlich meine Ruhe haben. Und dann habe ich gedacht, die einzige Platz, wo frei war und wo ich meine Ruhe hatte, war auf dem Platz, das Spielfeld. Die WM 2006 kommt nach Deutschland, vor allem durch ihn. Franz Beckenbauer ist Chef der Heim-WM, die so locker und leicht daherkommt wie er selbst. Er ist das Gesicht einer WM, die Deutschland und sein Bild in der Welt verändert. Doch 2014 ziehen dunkle Wolken auf. Die FIFA sperrt Beckenbauer wegen Unklarheiten bei den WM-Vergaben an Russland und Katar. Auch ist vom gekauften Sommermärchen 2006 die Rede, von Steuerhinterziehung. Franz Beckenbauer wird schwer herzkrank, lebt zuletzt zurückgezogen. Und doch bleibt das Bild, das ihn immer ausgezeichnet hat. Franz Beckenbauer, der Libero, mit großer Leichtigkeit. Und wir sind verbunden mit einem der profiliertesten Beobachter, Analytiker, Kenner der Fußballwelt, mit Marcel Reif. Guten Abend, Herr Reif. Guten Abend, Frau Sauer. Große Fußballer, die gab und gibt es ja hierzulande durchaus mehrere, auch Sieger, aber keiner wurde der Kaiser. Was hat Franz Beckenbauer so besonders hervorgehoben aus Ihrer Sicht? Naja, Kaiser war er schon als Spieler, weil er ein sehr majestätisches Auftreten hatte auf dem Platz. Das sah alles sehr leicht, sehr majestätisch aus. Aber nach seiner Spielerkarriere hat er ja weitere, wir haben es ja vorhin gerade gehört, weltweit beachtete, einzigartige Erfolge eingeheimst. Also das ist allein jetzt mal nur das, was er auf dem Konto hatte. Und dann, ich habe ihn ja auch privat ein bisschen kennenlernen dürfen, jemand, der so hoch fliegt, der gottgleich als so eine Lichtgestalt gemacht wird, ist,
der dann aus solcher Höhe abstürzt und davor aber immer Mensch bleibt. Der wusste immer, wo er herkam. Da wurde er auch nicht müde, das zu betonen. Der war der Junge aus Giesing, hier einem Stadtteil von München. Mhm. Und ich habe den nie abgehoben, nie arrogant gesehen, nie von oben herab Menschen gegenüber. Der konnte nicht Nein sagen. Der hat keinen Interviewwunsch ausgeschlagen. Der hat keinen Autogrammwunsch ausgeschlagen. Ich habe ihn nie abgehoben gesehen. Und das habe ich immer bis zum Schluss bewundert. Der hatte eine Leichtigkeit eben auch beim Spiel. Also eigentlich in vieler Hinsicht so gar nicht so diese typisch preußischen Tugenden oder der typische Fußballspieler, als der auftrat. Hatte das auch damit zu tun, dass er sowas ja, Weltbürgerliches oder vielleicht auch manchmal ein bisschen Künstlerisches an sich hatte? Ja, das war ehrlich gesagt ein bisschen sehr undeutsch. Auch zumindest für die Art Fußball, die damals gespielt wurde, zu seiner Zeit. Und da ging er dann auch nach New York als Fußballspieler und war dort auch sofort ein Weltstar und hatte keine Probleme damit, weil er blieb sich ja immer treu. Er blieb der Franz, wie gesagt, der Junge aus Giesing, der in die Welt hinauszog, der Dinge konnte, die andere nicht konnten, der daraus aber nicht eine große Geschichte gemacht hat, sondern der hatte Spaß am Fußballspielen und das hat er so vermittelt und das gab diese Leichtigkeit, ja, das war sehr undeutsch. Und sprachen Sie eben schon davon. So wollte man sein. So wollte man gerne sein, aber träumte vielleicht nur davon oder auch in dieser Zeit. Nun sprachen Sie eben davon, dass er auch einen Absturz erlebt hat. Also da waren die unschönen Äußerungen zu Katar, da waren die Bestechungsvorwürfe, sogar Vorwürfe von Käuflichkeit. Denken Sie, dass das diese ja doch in vieler Hinsicht sehr einzigartige Karriere langfristig überschatten wird oder wird das irgendwann in Vergessenheit geraten? Die entweder oder sehe ich nicht. Das wird bleiben. Es ist nichts nachgewiesen worden, bis heute. Insofern, er hat unter diesen Vorwürfen sehr gelitten, vor allem, weil sie so zielgerichtet auf ihn gemünzt waren. Und es waren viele, viele Leute um ihn herum, die sich gern in dem Erfolg damals rund um die WM 2006 gesonnt haben, die dann aber schnell in Deckung gegangen sind und im Schatten dieser Lichtgestalt sich ein bisschen wegducken wollten. Franz, mach du doch, sag, dass du alles gekauft hast und dann ist doch alles gut. Das hat ihn sehr, sehr, sehr getroffen. Das wird, natürlich wird da ein Schatten bleiben, aber dieses Märchen ist ja nicht, ich habe immer mal gelesen, das schmutzige oder beschmutzte Sommermärchen. Ein Sommermärchen war es aber. Mhm. Und mir war vieles, vieles Heuchelei in dieser Zeit. Und diese hat ihn getroffen. Das bleibt so. Er hatte zuweilen ein sehr lose Art, Dinge zu erzählen. Zum Beispiel die Äußerung zu Katar. Aber so war er. Deswegen, die hundertprozentige Gottgestalt, wurde er gemacht. Aber das kann kein Mensch leisten. Insofern, es wird einiges an Schatten bleiben. Aber ich glaube, am Ende werden viele, die große deutsche Lust verspürt haben, am Denkmal stürzen, vielleicht jetzt ein bisschen nachdenklicher werden und ein bisschen kulanter im Urteil. Erinnerungen und Einschätzungen von Marcel Reif. Danke Ihnen für das Interview. Sehr gern. Nach dem Heute-Journal-Update, nachher um 0 Uhr, sendet das ZDF noch ein ausführliches Lebensbild von Franz Beckenbauer. Und natürlich ist auch die vorhin gesendete 45-minütige Doku jederzeit in der Mediathek abrufbar. Der Tag begann heute für viele mit dem Knattern von Traktoren und langen Staus. Und am Mittwoch will auch noch die Lokführergewerkschaft GDL die Bahn bestreiken. Das kann also noch heiter werden diese Woche. Wie viel Sympathie die Bauern bei ihren Aktionen begleitet, wird unter anderem davon abhängen, ob es dem Verband gelingt, Stil und Ausmaß der Proteste zu steuern. Für Extremistenfahnen und Parolen oder einen Mob, der die Ferienfähre eines Ministers zu stürmen versucht, dafür braucht niemand Verständnis zu haben. Auf der anderen Seite gibt es in der Landwirtschaft handfeste Probleme, die weit über Dieselsubventionen hinausgehen und über die gesprochen werden muss. Und das wollen wir gleich mit einem Experten tun, im Sinne einer Versachlichung in aufgeheizten Zeiten. Zunächst berichten Christiane Hoffmann und Laura Barnick.
Plakativ, mitunter populistisch, so der Massenprotest der Bauern heute. Existenzängste trieben Zehntausende auf die Straßen, nicht nur in Berlin, sondern bundesweit. Auch in Mainz rollten die Traktoren. Längst richtet sich ihr Protest nicht mehr nur gegen die Streichung der Subventionen für Agrardiesel. Man kommt einfach nicht mehr zum Atmen. Und irgendwo hat man das Gefühl, man wird erdrosselt. Und jetzt ist der Punkt erreicht, einfach mal zu sagen, halt, stopp, jetzt müsst ihr uns mal zuhören, sonst gibt's uns bald nicht mehr. Was die Politik hier macht, ist kurzatmig, ist Stückwerk und verfolgt keine wirkliche Strategie, wie man dieses Land und das Land und die Landwirtschaft, die Ernährung, die regionale Ernährung wirklich sicherstellen will. Im Norden an der A24, aber auch im Osten, Westen und Süden kamen schon früh am Morgen tausende Bauern mit ihren Traktoren zu Sternfahrten in große Städte und blockierten Autobahnzufahrten. Zwar hat die Regierung ihre Kürzungspläne geändert und es bleibt bei der Kfz-Steuerbefreiung für Landmaschinen, doch die Bauern halten an ihrer Protestwoche fest. Unterstützung für sie kommt von einigen Ministerpräsidenten. Man hat den Landwirten diese Streichung vor den Latz geknallt, in einer Situation, in der wir Jahrzehnte von Strukturwandel hinter uns haben. Die Bundesregierung zeigt Verständnis für die Proteste, bleibt aber bei der schrittweisen Streichung der Subventionen für Agrardiesel. Das ist unser Vorschlag. Und ich glaube, dass er auch richtig und abgewogen ist. Niemand sollte sich Illusionen machen. Es schreiben sich gut viele seitenfüllende Leitartikel über die Notwendigkeit von Subventionsabbau. Aber jeder kleine Schritt wird dazu führen, dass man viele Stimmen hört, die sagen, aber nicht diese. Und ich glaube, wenn das die Haltung wird, werden wir niemals irgendeine Subvention abbauen. Die Existenzsorgen der Bauern versuchen einige rechte Gruppen und auch die AfD in Schwerin, Dresden und Stuttgart zu kapern. Die Bauern wehren sich dagegen. Gerade in den sozialen Medien wird seit Wochen von einem Generalstreik gesprochen. Es wird davon gesprochen, das Land lahmzulegen, die Regierung zu stürzen. Jetzt bricht die neue Zeit an, heißt es dort. Das kommt vor allem aus rechtsextremer Ecke, wird systematisch betrieben, teilweise in einer wirklich für die Nutzerinnen auch nicht durchschaubaren Art und Weise. Was sind Bauernproteste? Was ist Desinformation? Wenn wir denen den Nährboden entziehen wollen, dann ist es nicht anders als bei Republikanern, DVU oder bei der NPD. Man muss die Probleme klären, die aus Sicht der Betroffenen dafür sorgen, dass sie Protest wählen. Die Bauernproteste, sie gehen weit über die aktuellen Sparpläne hinaus und sollen die gesamte Woche dauern. Darüber wollen wir mit einem Experten sprechen, der nun weder die Bauern noch die Regierung vertritt, sondern wissenschaftlich auf diese Branche schaut. Mit Professor Thomas Herzfeld vom Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien in Halle. Guten Abend, Herr Professor Herzfeld. Guten Abend, Frau Slomka. Wenn man sich dann so die Parolen und den Ärger dieser Tage bei den Bauern anguckt, dann könnte man meinen, da geht es jetzt um Leben oder Tod bei dieser Dieselsubventionierung. Aber das alleine kann es ja nun eigentlich nicht sein, woran Wohl und Wehe von Höfen hängt, oder? Nein, ganz richtig. Die Agrardieselvergütung ist nur ein relativ kleiner Teil der Subventionen, die insgesamt in die Landwirtschaft fließen. Und es zeigt sich für mich vielmehr, dass hier ein aufgestauter Verdruss sich Bahn bricht, der eben durch eine längere Vorgeschichte hat. Und ein Teil davon ist, dass eben die Landwirtschaft in einem recht unsicheren Umfeld operiert und sehr oft durch die Politik eben neue Vorgaben, zum Teil auch eben sehr plötzlich, um die Ecke kommen. Nun gab es ja eigentlich Bemühungen, daran auch was zu ändern. Es gab diese berühmte Borchert-Kommission, benannt nach einem früheren Landwirtschaftsminister. Die wurde noch unter Angela Merkel eingesetzt. Und da wurden ganz viele Vorschläge erarbeitet, denen auch alle Seiten zustimmten, auch die Landwirte. Zum Beispiel beim Thema Tierhaltung, Tierwohl. Was ist denn daraus eigentlich geworden? Warum wird das nicht umgesetzt? Es wird teilweise umgesetzt. Das Bundeslandwirtschaftsministerium hat ein Programm aufgelegt, was aber eben den Umbau der Tierhaltung zu mehr tierwohlgerechten Stellen fördern soll, das aber finanziell mit sehr wenig Mitteln ausgestattet ist und auch nur über 4 Jahre laufen soll. Und das ist für landwirtschaftliche Unternehmen, die einen Stall eben, wie gesagt, 20, 30 Jahre nutzen müssen, damit sich diese Investition rentiert, einfach zu kurz und zu unsicher. Nun gibt es ja bei den anderen Unternehmen, also auch Landwirtschaft sind Unternehmen, das ist klar, aber bei anderen Unternehmen gibt es ja auch eigentlich immer die Möglichkeit,
Kosten, und die einem entstehen, über die Preise an die Verbraucher weiterzugeben, an die Kundschaft weiterzugeben. Das scheint aber hierzulande bei der Landwirtschaft oder gesamt in Europa äußerst schwierig zu sein. Ja, Sie können sich das vorstellen. Wir haben knapp 200.000 Betriebe, landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland und nur 4, 5 große Supermarktketten. Und diese haben eindeutig viel mehr Einfluss auf die Preisgestaltung als die einzelnen Unternehmen in der Landwirtschaft dem was entgegensetzen könnten. Hier wäre eine Möglichkeit, dass die Unternehmen eben stärker kooperieren im Rahmen von Erzeugergemeinschaften oder Absatzgenossenschaften. Oder dass es vielleicht eine Steuer gibt. Und diese Vorschläge gibt es ja auch, zum Beispiel eine Extrasteuer auf Fleisch. Beim Fleisch ist richtig, da könnte der Umbau unterstützt werden durch fiskalische Maßnahmen, also eine Steuer auf Fleisch oder aus klimapolitischen Gesichtspunkten eine Besteuerung von Produkten, die eben stärker zu klimarelevanten Emissionen beitragen. Das sind aber wieder zwei verschiedene Dinge und auch da haben wir dann wieder ein sehr starkes staatliches Eingreifen, was nicht unbedingt die Stellung der Landwirtschaft, der landwirtschaftlichen Unternehmen in der Preisgestaltung stärkt. Das Problem, dass da sehr viel Staat ist, haben wir in der Landwirtschaft. Herr Professor Herzfeld, danke Ihnen erstmal für das Gespräch. Gern geschehen. Das Interview haben wir vor einer Stunde geführt. Dass sich politische Gruppen wie etwa die AfD den Frust unter Bäuerinnen und Bauern zunutze machen wollen, ist kein neues Phänomen. Und zum Teil gelingt das ja wohl auch. Ein solches Wutpotenzial gibt es aber offenkundig vielerorts. Bei den Bauernprotesten wird es nur gerade besonders sichtbar. Unzufriedene einzusammeln, die sich von den anderen Parteien nicht vertreten fühlen, ist aber nicht nur Ziel der AfD. Sie hat Konkurrenz bekommen, etwa durch die Freien Wähler, die in Bayern erfolgreich sind. Und nun kommt noch eine neue hinzu, wenn auch mit altbekannten Gesichtern, das Bündnis Sarah Wagenknecht, als Partei heute in Berlin formell gegründet. Darüber berichtet Andrea Maurer. Schon am Morgen treffen sich 44 Gründungsmitglieder in einem Hotel in Berlin. Die Frau, die der Partei den Namen gibt, unterschreibt die Gründungsurkunde und Deutschland hat eine neue Partei. Zumindest wir alle, glaube ich, sind in der Überzeugung hier, dass wir heute den Grundstein für eine Partei legen, die das Potenzial hat, das bundesdeutsche Parteienspektrum grundlegend zu verändern. Dann macht sich die frisch gewählte Parteichefin auf den Weg zur Pressekonferenz durch eine Hauptstadt voller Bauernproteste. Es ist eine Stimmungslage, die sich Wagenknecht und ihre Mitstreiter auch zunutze machen wollen. Ein Anti-Ampel-Protest. Der Bauernaufstand zeigt, wie groß der Druck im Kessel in Deutschland ist. Mit jeder Woche, in der diese Regierung Deutschland führt, verliert unser Land und Europa auf Jahre hinaus die Zukunft. Fabio De Masi, ehemaliger linker Europa- und Bundestagsabgeordneter, im Cum-Ex- und Wirecard-Skandal einer der schärfsten Kritiker von Olaf Scholz, wird einer der beiden BSW-Spitzenkandidaten für die Europawahl. Der andere, Thomas Geisel, früherer SPD-Oberbürgermeister von Düsseldorf, der sich von seiner Partei abgewendet hat, einen harten Migrationskurs fordert, das individuelle Recht auf Asyl infrage stellt. Man muss nur einfach sagen, das individuelle Grundrecht auf Asyl ist kein geeignetes Instrument, weil es tatsächlich die Tür öffnet für eine unkontrollierte Zuwanderung. Es ist ein politisches Programm, das sich nicht eindeutig verorten lässt. Rechter Migrationskurs, soziale Wirtschaftspolitik. Das BSW lehnt Sanktionen gegen Russland ab, positioniert sich gegen die NATO, fordert höhere Reallöhne. Links sein wollen sie nicht mehr. Für viele Menschen ist links ja heutzutage mit ganz anderen Debatten besetzt. Da geht es um Genderfragen, da geht es um Lifestyle-Fragen und davon fühlen sie sich nicht mehr vertreten. Und deswegen werden wir diese Labels nicht für uns benutzen. Das BSW wird wohl nicht die einzige neue Partei bleiben. Auch der Chef der rechtskonservativen Werteunion Maaßen will eine Partei gründen. Der Grundimpuls zumindest ist der gleiche. Dass es überhaupt so viele Intentionen auf Neugründungen gibt, egal wie die dann am Ende ausgehen, zeigt natürlich auch die Unzufriedenheit mit dem bisherigen Parteienspektrum. Natürlich baut man darauf, dass im Grunde ja auch diese Unzufriedenheit anhält. Weil davon profitiert man ja und will man ja profitieren bei den Wahlen selbst. Also meines Erachtens genügt es nicht,
Weil man muss ja dann auch deutlich machen, wo sind eigentlich die Unterschiede zu den anderen Parteien, die auch protestieren. Das Parteienspektrum wird sich in diesem Jahr aufsplittern. Wagenknecht selbst wird für die Partei, die ihren Namen trägt, 2024 bei keinen Wahlen antreten. Und mit dem vorhin schon angesprochenen Bahnstreik geht es bei dir jetzt weiter, Heinz. Ja, die Deutsche Bahn ist zunächst mit dem Versuch gescheitert, den geplanten Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer mit juristischen Mitteln zu stoppen. Das Arbeitsgericht Frankfurt lehnte am Abend eine einstweilige Verfügung gegen die GDL ab. Die Bahn kündigte an, in Berufung zu gehen und die Entscheidung vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht überprüfen zu lassen. Die GDL hat ihre Mitglieder aufgerufen, von Mittwoch 2 Uhr bis Freitag 18 Uhr die Arbeit niederzulegen. Bei DB Cargo soll die Arbeitsniederlegung demnach schon morgen um 18 Uhr beginnen. In Frankreich ist Premierministerin Borne zurückgetreten. Hintergrund ist offenbar das jüngst verabschiedete Migrationsgesetz. Das Schlüsselvorhaben von Präsident Macron ging nur mit großen Schwierigkeiten durchs Parlament. Borne war seit Mitte Mai 2022 Premierministerin. Wen Präsident Macron für die Nachfolge Borns benennen will und wann die neue Regierung steht, ist noch nicht bekannt. In Deutschland haben im vergangenen Jahr rund 329.000 Menschen einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Etwa 50% mehr als im Vorjahr, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Nürnberg mitteilte. Die meisten Asylanträge stammten von Menschen aus Syrien. Die mehr als 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine, die seit Kriegsbeginn Ende Februar 2022 nach Deutschland kamen, sind in der aktuellen Statistik nicht erfasst, da sie kein Asyl beantragen müssen. Bundeskanzler Scholz hat andere EU-Länder aufgefordert, ihre Militärhilfe für die Ukraine aufzustocken. Die bisher geplanten Waffenlieferungen seien zu gering, sagte Scholz bei einem Treffen mit dem luxemburgischen Premierminister in Berlin. Russland hat heute wieder Dutzende Marschflugkörpern und Drohnen die Ukraine angegriffen. Mindestens 4 Zivilisten kamen ums Leben. Ziel waren der Osten und Süden des Landes. Frontnahe Regionen sind weniger gut durch Flugabwehr geschützt. Und in dem anderen Krieg, der die Welt in Atem hält, im Nahen Osten, gab es heute wieder intensive Reisediplomatie. Der amerikanische Außenminister ist seit Freitag in der Region. Heute führte er Gespräche in Saudi-Arabien. Parallel dazu ist auch die deutsche Außenministerin unterwegs mit mehreren Stationen. Heute war Baerbock im Westjordanland. Deutschland und die USA eint die Sorge vor einer Ausweitung des Krieges. Michael Beverunge berichtet. Aussteigen aus der gepanzerten Limousine und einsteigen in die ungeschützte Welt der Palästinenser. Die deutsche Außenministerin balanciert bei ihrem Nahostbesuch zwischen den Welten. Abseits des Krieges in Gaza leiden die Menschen im Westjordanland unter der Gewalt jüdischer Siedler. Einwohner des Dorfes Al-Masra al-Kabiliya berichten aus ihrem Alltag. Nicht erst seit dem 7. Oktober kommen die Siedler auf unsere Felder und werfen Steine, beleidigen uns. Sie hindern uns, unser Land zu bearbeiten und unser Gemüse zu ernten. Baerbock verurteilt den illegalen Siedlungsbau, wählt harsche Worte, wohl wissend, dass die schon in der Vergangenheit vom Adressaten ignoriert wurden. Es ist die Verantwortung der israelischen Armee, die Palästinenserinnen und Palästinenser vor gewaltsamen Siedlern zu schützen. Es ist die Verantwortung der israelischen Regierung, bei Angriffen auf Menschen, die hier legitim wohnen und illegal angegriffen werden, den Rechtsstaat umzusetzen und durchzusetzen. Und doch verdrängt der Krieg in Gaza alle anderen Themen. Beim palästinensischen Außenminister geht es auch um die Frage der Nachkriegsordnung. Deutschland will wie die USA eine dauerhafte Besatzung durch Israel verhindern. Die Autonomiebehörde soll Gaza wieder regieren, auch wenn die als korrupt gilt und ohne Legitimation durch Wahlen. Sie muss sich sicher substanziell reformieren. Aber was wäre die Alternative ohne sie? Eine reformierte Autonomiebehörde ist die gewaltfreie Alternative zur Hamas. Unter der Gewalt der palästinensischen Hamas leidet umgekehrt Israel. Auf dem sogenannten Platz der Geiseln stellt sich Baerbock den Angehörigen der Verschleppten, mit denen die Hamas ein grausames Spiel treibt.
Auch an einer anderen Front wird die Lage immer bedrohlicher. Im Norden tötete Israels Luftwaffe gezielt einen Anführer der Hezbollah. Israel ist deren ständige Angriffe leid, doch so könnte die Lage weiter eskalieren. Wir haben der Hezbollah gezeigt, was ihren Freunden im Süden passiert, droht Netanjahu in Anspielung auf Gaza. Das wird auch hier im Norden passieren. Auf Baerbock folgt am Abend US-Außenminister Blinken. Staffelübergabe beim Versuch, den Brand im Pulverfass Nahost zu löschen. Und jetzt geht's noch mal bei Heinz weiter mit Wirtschaft. Die EU-Kommission hat eine deutsche Beihilfe für ein großes Industrieprojekt in Schleswig-Holstein genehmigt. Es geht um viel Geld und um Batterien für Elektrofahrzeuge. Welche Bedeutung hat dieses Projekt, Frank Bittmann? Eine nicht zu unterschätzende Subvention in Höhe von über 900 Millionen Euro, die werden nicht mal ebenso durchgewunken, sondern Brüssel gibt deswegen grünes Licht für deutsche Fördermittel, weil man damit strategische Ziele verfolgt, nämlich bei Technologien wie Halbleitern und Batterien unabhängiger von Asien zu werden. Insofern hat die heutige Zusage richtungsweisenden Charakter auch für weitere Gigafabriken in Europa. In Schleswig-Holstein will der schwedische Konzern Northvolt nun jährlich Batteriezellen für 800.000 bis zu 1 Million E-Autos herstellen. Losgehen soll es, wenn nichts mehr dazwischen kommt, ab 2026. 3.000 Arbeitsplätze sollen entstehen, plus mögliche weitere für den Fall, dass sich weitere Zulieferer im Umfeld ansiedeln. Für Schleswig-Holstein ist es schon jetzt das größte Industrievorhaben seit Jahrzehnten. Ist damit nun alles klar oder gibt es weitere Hürden? Naja, die EU hat jetzt zwar zugestimmt, final hängt der Bau nun aber tatsächlich von der Zustimmung zweier Nachbargemeinden ab. Auf deren Gemeindegebiet soll die Fabrik nämlich entstehen. Ein Selbstläufer, so hört man, sei das nicht. Das letzte Wort haben also Lokalpolitiker. Frank Bethmann, vielen Dank. Die Sternsinger. Bundesweit gehen sie von Haus zu Haus, überbringen den Segen und hoffen auf Spenden, so auch heute im Kanzleramt. Der Hausherr empfing 108 Kinder und Jugendliche aus allen 27 deutschen Bistümern. Stellvertretend für Hunderttausende Sternsinger, die sich bundesweit an der Aktion beteiligen. In diesem Jahr sammeln sie Spenden für den Erhalt des Amazonas-Regenwaldes. Kurz nach dem Start der ersten privaten Mondmission hat es dem US-Unternehmen zufolge technische Probleme gegeben. Am Morgen hob die unbemannte Trägerrakete vom Weltraumzentrum Cape Canaveral ab. Damit ist zum ersten Mal seit 50 Jahren wieder ein US-Raumfahrzeug Richtung Mond gestartet. Die Störung führe aktuell zu einem kritischen Treibstoffverlust und könnte die Mission gefährden, so das Unternehmen. Der geplante Termin für die Landung auf dem Mond, der 23. Februar. Das war's von uns. Gleich nach dem Wetter geht's erstmal mit dem Montagskino weiter. Auf Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Die Tiefs sind derzeit auf anderen Bahnen unterwegs, zum Beispiel am Mittelmeer entlang weiter nach Osten. Denn bei uns herrscht hoher Luftdruck und da haben die Tiefs keine Chance. Es gibt aber sehr wenige Wolken in der kommenden Nacht. Dementsprechend wird es eisig kalt. Im Norden funkeln die Sterne auch nach Süden hin. Richtung Schleswig-Holstein ist es mal dichter durch Nebel. Ansonsten herrscht ein ziemlich unangenehmer Ostwind. Der ist auch noch böig. Temperaturen dazu im strengen Frostbereich mit minus 15 Grad, teilweise oder häufig im Osten zweistellige Minuswerte. Ganz im Westen sind sie einstellig, minus 3 zum Beispiel Richtung Nordsee. Morgen gibt es viel Sonnenschein, aber weiterhin unangenehmer Ostwind, der böig ist. Ja, und ansonsten ganz im Süden mal dichter bewölkt oder Richtung Ostsee. Aber oft zeigt sich die Sonne bei höchsten Temperaturen von minus 6 Grad nach Osten hin. 0 Grad zum Beispiel ganz im Westen oder 1 Grad plus an der Nordsee. Aber man sieht häufig, es wird dauerfrostig kalt bleiben. Die nächsten Tage, viel Sonnenschein ist dabei. Mittwoch weiterhin eisig, minus 3 bis plus 2 Grad. Das sind die Höchstwerte. Donnerstag dann weiterer Sonnenschein, minus 2 bis 4 Grad. Und Freitag kommt ganz im Norden Regen auf und es gibt eine leichte Frostabschwächung. Und damit einen schönen Abend.